Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu UFC 2, unserem kleinen Angezockt. Wer jetzt gedacht hat, gestern war der letzte Part, ja, der hat eigentlich richtig gedacht. Wir wollten eigentlich das auf dem letzten Part belassen, aber wir haben jetzt noch ein bisschen privat gezockt und haben uns gedacht, da müssen wir nochmal einen Kampf raushauen oder nochmal einen Part machen. Sozusagen nochmal ein kleiner Bonus obendrauf, das Angezockt, weil es so viel Spaß gemacht hat. Der Grevano ist natürlich wieder mein Gegner. Hallöchen, ja, ich bin bereit. Und ja, was ich sagen, und zwar nämlich dieser Typ hier, der ist mega krass, mit dem habe ich jetzt im Schwarz. Wir haben uns jetzt einen Fight geliefert, der war einfach episch. Mal gucken, ob wir das nochmal hinkriegen. Der Onkel, der hat echt Moves drauf mit dem. Also, ich habe ordentlich einkassiert. Ich habe zwar vorhin gewonnen mit Glück, weil ich den am Boden gebracht habe und in ein Gesicht geknallt habe mit dem Ellbogen. Aber die Moves davor, Wahnsinn, echt im Schwung richtig reingesprungen und ich lag am Boden. War sofort benommen. Ja. Zwischen Conor Notorious McGregor und José Aldo. Mal sehen, was nochmal machen, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Federgewichtskampf geht. Onkel ist größer und hat mehr Reichweite. Ja, das war's eigentlich schon, was ihr wissen müsst. Und jetzt genießt den Kampf und wie Onkel zur Maschine wird. Conor McGregor. Los geht's. Und los geht's. Und da geht's los. Und yeah. Oh, da bin ich schon. Ja, daneben. Oh, in den Arsch gedreht hat er mich. Ja. Ja. Im Video wieder auf die Fresse. Oh, da habt ihr schon gesehen. Ein schöner Taekwondo-Move. Boah, der ist auch, der ist von Capoeira. Diesen richtigen Schwung ausholen an der Seite, der, wenn du da triffst. Boah, im Boden drin. Da muss ich echt aufpassen. Also hier, meine lieben Freunde, muss ich eigentlich schon fast immer die Block-Taste drücken, sonst habe ich echt Kopfschmerzen. Boah, ich kann halt sowas. Genau. Und da kriegt der Onkel nämlich einer gedetscht hier. Na. Schöne Rechte. Na komm, komm raus jetzt hier. Er steht wieder. Ah, okay, schön. Auf den Beinen wieder. Kann ich auch. Wow, schön. Gute Technik. Batz. Boah. Schön ist der. Mein Arm ist verkrüppelt. Hast du gesehen? Geil. Mein Arm war voll weg. Ah, komm, wir stehen erstmal auf hier. Das ist mir jetzt so wuschelig. Wir kämpfen. Oh, gute Abwehr, das war kein Nein, die Deckung war nicht oben. Nach dem Move konnte ich die Deckung nicht machen. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Boah, meiner ist voll benommen. Oh, schöner Kick zum Kopf. Ah, der ist echt gut, der Typ, den du da hast. Kann man nichts sagen. Boah, schön. Ja. Schön doppelt. Kann man nicht sagen. Und schon wieder so ein Kniesprung. Da bist du förmlich reingesprungen, ja. Heftiger Kniesprung. Und jetzt ich. Also wir sind gute Techniker, die Jungs hier. Aber ich mag das Taekwondo-Style sowieso. Hättest du mich getroffen, wäre vorbei. Schon wieder. Kacke. Ich werde wahrscheinlich nie so. Nicht schlecht. Schön geblockt. Ja! Schön, schön das Bein weggezappelt. Ja, nochmal ein schönes Gesicht tritt. Nochmal, ja. Der Kick hat gesessen, voll auf den Körper. Und noch ein knallharter Kick zum Körper. Ja. Jetzt artet es in eine wilde Prügelei aus. Boah, wir zappeln uns aber auch einen zusammen hier. Ja. Die sind echt gut, die beiden. Alonso. Aber der hat ja nicht umsonst 25 Mal gewonnen. Oh, der ist schön. Der ist schön. Ich komme nicht dran. Der hat einfach zu viel Reichweite, meine lieben Freunde. Schön. Okay, machen wir mal einen Angriff. Machen wir mal drauf. Ja, ja.
Ja. Ich weiß nicht, wie ich das Ende kann. Ja, das Ende. Ach, schade. Ich habe keine Ahnung, wie ich da ausweichen soll. Ich komme da nicht raus. Auf den Boden, von denen sich sein Gegner einfach nicht mehr. Nicht schlecht. Ich würde sagen, wir machen einfach einen Rekampf nochmal, oder? Oder ein bisschen anders. Ja, also einfach ein Rematch. Wahnsinn. Ich will auf jeden Fall. Ich komme aus diesen Griffen nicht raus. Ich komme mit diesen Griffen nicht klar. Oh, ich habe jetzt weggedrückt. Ja, macht nichts. Ich will einmal gegen den kämpfen. Und zwar gewinnen. Wie ausschalten? Mein Fernseher sagt ausschalten. Nee, mein Fernseher spinnt. Mit K.O. oder was? Nein. Musst du gewinnen oder was? Genau, und nicht mit diesen dich im Clinch K.O. Ja, aber ich meine jetzt nicht, wenn du am Boden liegst, sondern in einen Tritt oder einen Schlag. Weil das ist, ich finde, das ist irgendwie. Ja, das ist, wenn das so weit ist, dass ich dich hab. Da in dem Modus ist eigentlich schon fast vorbei, weil wenn du ein paar Schläge abkriegst, du kannst ja nichts mehr machen, wenn du keine Deckung hast. Ne? Du kannst natürlich, wenn du so liegst, R1 drücken ganz normal, dann machst du Deckung, ne? Ich hoffe, nee. Das machst du immer. Nee, das geht. Nicht. Echt nicht? Nein, also da kannst du dir die Arme wegstrecken und du haust drauf und dann stirbt. Ich nehme wieder schwarz. Ja, ja, weil der dann sofort bewusstlos wird. Ne, klar, wenn du so einen Verpass kriegst, und dann mache ich natürlich einen Powerschlag. Nee, ich will dich so treffen und K.O. sein. Du willst mich oder so treffen und K.O. sein. Mhm. Ja, okay. Also. Du kannst gerne so K.O. treffen. Sein. Kein Problem. Ja, ihr habt ja gesehen, was der für Kicks gemacht hat und wie ich auf den Boden geklatscht bin. Kein normaler Mensch wird das überleben. Die werden so verkauft. Kannst wegdrücken. Geht nicht. Ah, geht noch nicht. Wir ja. Ja, du weißt ja, was ich meine. Das sind aber normale Menschen, die das wirklich machen. Von daher. Ja, sicher, aber wenn du einen Drehschlag und so, oh, du hast ja gesehen, da bist du weg, da bist K.O. Also, da weiß ich nicht, da musst du schon Glück ausweichen, also, dass du auf so einen Schlag dann normal wieder. Hier, wenn du so einen abkriegst, ist gut, der war nicht richtig getroffen, aber wenn der richtig trifft, so wie du vorhin mit diesem Drehkick, dann. Das machen die doch auch. Dann geht, ja, aber die blocken ja. Und guck dir einfach mal diese Knockouts an, wenn die aus. Da gibt's ja so Zusammenschnitte. Das siehst du schon, da reichen manchmal Pussy-Schläge und da bist du bewusstlos, also auch K.O. Ja, er steht wieder. Starker Kick zum Kopf. Ja, der war schön, ne? Ah, ich mach jetzt mal ordentlich und mal gucken wir mal, ob ich den Onkel auch so schlagen kann. Boah, siehst du so, der hat voll getroffen. Normalerweise sehr, sehr zufällig, ob du das überlebst, warum, sag ich warum, mal. Dass du, warum? Ich versteh's nicht. Ja, weil ich noch fit bin und da kann ich noch schneller raus. Später ist es einfacher. Starker Angriff zum Kopf, er ist benommen. Abgewehrt. Ja. Oh, ja. Na, scheiße. Er blockt wieder alles. Ja. Oh. Im Kopf. Ich hab mich auch weggedreht. Schöner Kick zum Körper. Starker Angriff zum Kopf. Ja. Das will ich jetzt nicht machen, deswegen ich lasse ihn aufstehen. Da ist er wieder auf den Beinen. Ja, wenn. Oh, was für ein Kick zum Kopf. Schönes Knie. Oh, eine heftige Linke. Oh, er ist angeschlagen. Oh, das gibt's doch mal. Oh, schöne Drehmomente. Oh, oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Was für ein heftiger. Oh, schön. Der Kick ist gut. Ja, ganz stark. Aber nicht stark genug. Ich muss mir erstmal wieder ein bisschen aufladen, liebe Freunde. Meine Lebensenergie hat sich, oder meine Ausdauerenergie, sag ich mal. Oh, die ist noch nicht ganz die hellige. Ja. Schöner Inside Leg Kick. Erstmal schön auf die Nase. Toller Block. Ah. Er hat gesessen. Ja. Oh, schön. Ah, schön. Oh. Geil, der war gut, ja. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ja, du kannst Rücken, festhalten mit Klammern nicht, und so. Keine Gefahr mehr darstellt. Oh. Seine Submissions sind auch aus der war auf jeden Fall nett. Ja. Ah, guck mal an. Da habe ich gerade was gesehen. Mein guter Kumpel hier, Mr. Schöner Haken. Der hat ja. Oh. Wow, ein heftiger. Ja, der hat ja gerade. Wenn ich das so richtig gesehen habe, hat er ja gerade nach vorne gedreht, ne? So wie du jetzt. Jetzt macht er wieder so einen Pussy-Schlag nach unten. Boah, puh, Glück gehabt. Hätte auch böse enden können. Oh,
Oh, das Knie hat. Ah, scheiße, jetzt hast du gut gekontert. Ja, ja, gegen die Maschine Onkel ist nicht so einfach. Aua. Ah. Rolle Kicks jetzt. Ein gefallener ja. Kick zum Kopf. Oh, ein starker ja. Kick. Oh, das ist schon. Ja, starker Kick zum Kopf. Oh, oh, schöner Kick zum Kopf. Hier will keiner zurückschrecken. Und nochmal hinterhergesetzt, aber hat nicht gereicht. Ja. Kick zum Kopf. Gute Technik. Oh Mann, was ja. Für ein Kick. Natürlich hat er den gespürt. Oh, ich aber auch. Oh. Heftiger Kick zum Kopf. Oh, nochmal. Hm. Ja. Oh, der Kick landet am Kopf. Schöne Angriffsserie. Ganz stark gemacht. Oh, schöner shit. Kick zum Kopf. Tolle Kicks. Oh, oh, oh. Ganz starker Kick. Oh, schöner Kick. Wow. Ja, der war gut. Der war knapp. Starker Versuch mit dem Kick. Der zeigt Wirkung. Wer ist benommen? Du. Okay. Kicks hier. Oh, oh, er ist oh, wieder geil. Ja, er geht wieder zum Kopf. Da, schöner Kick zum Körper. Oh. Oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Oh ja, perfekt. Oh, ich wollte schlagen, aber bei dem mit seinen komischen Graffenbeinen zu schlagen ist schon fast unmöglich. Oh, stark gemacht. Schöner schön. Kick zum Kopf. Oh, 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 er hat ihn wieder erwischt. Unfassbar. Oh, meine rastet gerade voll aus. 10 Sekunden noch. Wahnsinn! Wow. Wie doof. Wie doof. Weil er fällt so. Also die ganze Zeit steht er da wie so ein Gott, ja. Und trittst du auf meinen Fuß und mein Feld bricht zusammen, so weißt du. Boah, der war geil. Boah, siehst du, das ist normalerweise ein Knockout, ohne Witz. Meinst du, was da für ein Schwung rumkommt? Boah. Aber der ist auch geil. Der war auch geil. Kann man nichts sagen. Ah, das mit die NDR. Boah. Ja, da wär's kaputt. Definitiv, ja. Mit der Haxe und Kopf. Ja. Wenn da nicht was gebrochen ist, dann ist mindestens aber das Licht aus. Und wenn es nur 20 Sekunden sind, aber das Licht ist aus. Ab in Runde 2. Starker Leckick. Aber das Spiel ist echt super und ich bin echt froh, dass er irgendwie gesagt hat, ey, wie wär's und hast du mal und Lust und hier und warum nicht. Und ja, da kann ich nur sagen, echt geil. Die haben das echt gut gemacht. Also von allen UFC-Spielen ist es bis jetzt wirklich mega geil. Ich hab die gar nicht UFC noch nie so richtig beachtet. Ich hab das ein paar Videos gerade mit dem UFC hier gesehen und da hab ich gedacht, das könnte auch was für uns sein, wir alten Wrestling-Mann und ja, Fighting-Mann. Oh, shit, jetzt bist du durchgekommen. Oh ja, das war eine gewaltige Rechte. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Super Kicks. Alter. Sehr guter Leckkick. Oh, gute Abwehr, das war kein schlechter Kick. Hörst du das, wenn die über mich, wenn die sagen, ich bin so gut? Was war das? Das war ja dieselbe Scheiße. Oh, jetzt hast du mich erwischt. Liegt in diesem Kampf ganz klar vorne. Ja, hat er. Absolut überzeugende Leistung. Ja, aber der auch. Starker Kick zum Kopf. Ah. Ist angeschlagen. Guter Kick, voll auf den Körper. Ich finde das cool bei diesem Drehkick, weil der den zweimal hintereinander macht. Und das ist eigentlich schon der fatale. Oh, scheiße. Oh, ein heftiger Headkick. Oh, gute Rechte. Ja, gute oh, Rechte. Oh, kacke. Oh, böser Kick. Hm. Ja, Kick zum Kopf. Was für ein Kick zum Kopf. Oh, was für ein Kick zum Kopf. Oh,
Oh, der Kick tut weh. Oh. Schöner Kick zum Kopf. Okay, ich gehe wieder zurück. Nein, ich will nicht draufhauen. Er steht wieder. Gewaltiger Kick. Boah. Oh, der Kick landet am Top. Oh, ein starker Kick, aber leider daneben. Oh, stark gerichtet. Heftiger Kniestoß zum Kopf. Oh, der Kick ist gut. Boah, jetzt haben wir uns gegenseitig wieder. Getatscht. Oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Ich glaube, ich habe die Ausgangsstellung gewechselt, ne? Oh, das war und wieder. Boah, jetzt haben wir uns gegenseitig. Boah, meiner wackelt, guck mal. Oh, schöner Kick zum Kopf. Ich habe gar mitbekommen, dass du gewackelt hast. Ich habe jetzt was gedacht. Richtig. Aber ich habe richtig gewackelt. Meiner war von jenseits von Gut und Böse. Das ist, meine lieben Freunde, mein Typ, der ist gut, aber... Was für ein Kniestoß! Oh! Erwischt, unfassbar! Oh, voll auf den Körper, was für ein Kick! Oh, da ist Blocken wirklich lebenswichtig hier in dem Game. Ein ja. Das habe ich mir gedacht. Puh. Oh, die Rechte hat gesessen. Oh, oh, oh. Ja. Treffer ist er wieder angeschlagen. Puh. Hi. Ja, sauber Kick. Ja. Oh, jetzt ist er wieder angeschlagen. Noch 5 und... Oh, boah, jetzt ist mir einen zurückgegeben. Boah, übel. Nicht schlecht. Oh, der ging voll zum Kopf. Ja. Jetzt kämpfen sie mit offenem Visier. Boah, du wolltest dich gerade drehen, ich hab's gesehen. Und das? Keine Ahnung. Hat sich auf jeden Fall lustig angehört. Boah, kacke. Jetzt haben wir uns aber wirklich die übelsten Kicks rein. Liebe Freunde, ihr seht hier echt die High-End-Spinning-Kicks und On-Tour hier. Oh, schon wieder. Oh, ein harter Uppercut. Oh, die Spinning-Kicks. Boah, jetzt bist du auch gut dran hier. Ja, da war die Deckung weg. Gute Technik. Boah, den wurde. Boah. Aber so ein einfacher Fight, ohne dieses Grappling auszuführen, macht doch Spaß. Mhm. Ja, auf beiden Seiten in einer Fisten. Ja, und verbeulen, ey. Aber du hast, ich hab dich echt gut erwischt, ey. Da kann man nichts sagen, ey. Dein Gesicht zumute. Oh. Aber dein Dreckig auch, ey. Wie ich dann, ich sehe mich immer förmlich im Ringboden drin, so wie jetzt, guck mal. Boah, der ist geil. Und der jetzt, boah, ja, da bist du normalerweise K.O. Also da kann der, da gibt es keinen Mensch, der dann sagt, ach ja, mach da nichts, ey. Wird sogar der Hulk, der Grüne, der wird dann wahrscheinlich auch liegen. Er wird zwar wieder aufstehen, aber er wird erstmal kurz umfallen. Gut, mal sehen, was uns in Runde 3 erwartet. Okay. Gucken wir mal. Ja, fängt gut an. Oh, schöner Kick zum Körper. Ja, schöner Kick. Boah. Gut, dass ich geblockt habe. Das Knie hat gesetzt. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Oh, der war geil. Boah. Das hat förmlich gebrannt. Oh, der weicht alles aus, der Junge. Kick zum Körper. Klasse Rechte. Ja, das war ja mal jetzt geil. Das hat mir jetzt gefallen. Schöner Kick zum Kopf. Wow, perfekter Kick. Heftiger Kick zum Kopf. Oh, ich bin förmlich in die Dings reingesprungen. Oh, ich kann keine Deckung mehr machen. Heftiger Kick zum Kopf. Ja. Sauberer Headkick. Oh.
ich habe gute Treffer abgekriegt. Von Onkel Saurus, ey. Leute. Ja. Oh, mein Essen. Und da steht er wieder. Oh, und da liegt er wieder. Oh. Cool. Alter, wenn ihr wisst, wie ich hier gerade mitmache mit den Bällen, ey, das ist Wahnsinn. Ich glaube das. Ja. Ah, wir sind uns aber jetzt schon langsam. Wissen wir, wann die Deckung oben sein muss, ne? Das ist ja nicht so, dass wir nicht besser werden. Sieht aus wie so ein Showkampf, den wir hier machen, ne? Und der war gut, ja. Wenn die Verletzung nicht. Dann geht's weiter, ja. Oh, ein heftiges Knie. Oh, ein ja. Kick. Oh, oh, schöner Kick zum Kopf. Oh, starker Kniestoß, der hat wehgetan. Ein klarer Wirkungstreffer. Naja, so viel Wirkung hat er jetzt nicht gezeigt. Der war knapp. Starker Versuch mit dem Kick. Oh, ein starker ja. Kick. Oh, was für ein Kick zum Kopf. Oh, das macht doch mal einen starken Wirkungstreffer jetzt hier. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Ah, ich glaube, hier wirst du, wenn du mich nicht K.O. kriegst, wirst du aber am Punkten siegen, ja? Oh, ein klarer Wirkungstreffer, starker Kick zum Kopf. Oh, der Kick ja. Landet am Kopf. Oh, was für großartige Kicks. Oh. Oh, oh Scheiße. Oh, meine, ist ich schon ja, und wieder am Jammern. Ciao. Junge. Oh. Schön weggesprungen wieder. Oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Ja. Oh Mann, ja. Wenn ich dein Blut spritzen sehe, dann fühle ich mich wohl. Oh, schöner Kick. Ja. Was für Kick. Ja. Guter Kick. Oh, schön, der war gut. Starker Kick. Oh. So. Er kommt auch dieses Mal wieder auf die Beine. Wow. Boah. Gute Technik. Ja, starker Kick. Kurz zum Kopf. Okay, okay. Mhm. Oh, er ist schon wieder benommen. Meiner ist schon wieder bewusstlos. Ja! Oh. Puh, das ist nochmal für mich nochmal ganz kurz zum Durchatmen. Wir sind in der letzten Minute. Ja, deiner gibt nicht auf, der ist ein Kämpfer. Ah, deswegen ist er ja auch hier im Ring, ne? Oh, oh, oh. Aber die beiden sind irgendwie übelst durch die Aufmännchen. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er geführt. Oh, 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 das Knie hat wehgetan. Ja. Oh, oh, oh. Was? Ganz starker Kick. Ich glaube, dass meiner schon immun ist. Oh, das sah böse aus. Ne, er lebt aber noch. Ja, er kommt auch diesmal. Ja. Nur noch 20 Sekunden in dieser Runde. Ah, oh, Kacke. Starker Tritt. Zucker. Oh, ein starker Kick, aber leider daneben. Schön gemacht. Da ist der Kniestoß zum Körper. Oh, harter Wirkungstreffer zum Körper. Ja, meine Leber ist schon blutig. Ja, also wenn, ich glaube, die nächste Runde überlebe ich nicht. Einfach, weil ich keinen Ausdauer mehr habe. Krasse Scheiße, ey. Boah, aber waren wieder von beiden Seiten richtig schöne Kicks dran. Habt ihr das gesehen? Guck, jetzt achtet mal gleich, wenn der mich da gedreht hat, wie ich im Boden drin steckte. Das war der Lebertritt. Der ist geil, ey. Wie sie sich manchmal miteinander verknoten, finde ich lustig. Ja, richtig krass. Und die Gesichtsausdrücke, wenn du die triffst, mega geil. Ey, ich will diesen Drehschlag sehen, wo der dann im Boden drin gesteckt hat. Die zeigen, glaube ich, gerade nur den Lebertreffer. Oh, schade. Die gute Szenen haben sie gar nicht gezeigt. Wieder eine Augenweide. Naja, ich bin auch eine Augenweide. Gerade jetzt, wenn ich so verbeult bin. Und die vierte Runde beginnt.
Natürlich hier in dem Spiel, ne? Ganz stark. Ja. Schöner Kick zum Kopf. Boah, da boah, schön. Ja. Oh. Das ist das Ende. Ist Ende, ja. Das war jetzt der Glück. Das war jetzt der Last Trevor. Mega geil. K.O.-Sieg mit einem heftigen Kick zum Kopf. Also wenn du magst, Onkel, können wir von mir aus gerne noch einen Part angezockt machen, wenn du gerade Lust hast. Ich hätte noch Lust auf einen Part. Du bist der Chef, du darfst aussuchen. Ja klar, komm, wir machen noch einen Part. Ein Part für morgen. Wollen wir nochmal die beiden Kämpfer machen, weil wir die so beherrschen jetzt? Ich würde sagen, wir machen mal nochmal jemand anderes, aber wir gucken mal ein bisschen auf die Werte, weil die sind wirklich dann am besten. Wir sollten uns immer so die gleichen Werte gucken. Wenn du jetzt 80 hast, dann auch so eben mit 80 nehmen und nicht, dass du dann 90 und ich 80 oder so. Wir müssen da schon mal drauf achten. Okay, dann würde ich sagen, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen bei noch einem Part. So lange war eigentlich nicht geplant, aber ist ja scheißegal. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Kommentiert schön. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank. Bis denn. Ciao. Ciao. José Aldo.